Ja. Ich habe heute Probleme zu starten. Also das Video zu starten. Keine Ahnung wieso. War jetzt aber so. Jetzt mehrmals probiert. Wir wollten jetzt erstmal diesen roten. Wir wollen jetzt erstmal diesen roten Loot-Drop öffnen und hoffen, dass uns jetzt nichts wieder von hinten angreift. Zum Glück war es jetzt nur ein Raptor. Ein meisterhafter Agentavis-Sattel und ein GPS-Sender. Okay. Der meisterhafte Agentavis-Sattel ist natürlich geil, weil wir haben ja einen Agentavis und den werde ich dann auch direkt freundlicherweise benutzen. Also in der Siedlung hier ist mehr geworden. Hier unten ist schon ein Riesenteil geworden. Was ist denn hier los? Also hier hat es einer wissen wollen. Hier ist ja richtig Baufläche. Hier kommen ja 1 Million Dinos hin oder was? Das ist geil geworden. Hier ist so ein Mini-Gehäuse entstanden. Das ist alles von gestern auf heute passiert übrigens. Wie ist das denn so schnell hier groß geworden? Oder hier ist eine komplette Burg entstanden. Wie funktioniert denn sowas? Wie funktioniert denn sowas, dass hier so eine riesige Burg entsteht? Wie geil ist das denn? Also heute Morgen war hier noch nichts. Heute Morgen war hier noch überhaupt nichts. Und jetzt muss ich kurz aufhören. Also wir gucken dann immer uns hier so ein bisschen an, was die anderen gemacht haben. Und gerade diese Burg, die hier entstanden ist, die ist riesig geworden. Heftig. Heftig, wie groß das geworden ist. Hier hat sich jetzt nichts mehr geändert. Also wir werden uns das alles jetzt gleich im Hellen natürlich nochmal angucken. Und hier hinten ist auch so in Lager oder sowas entstanden. Auch cool. Und hier unsere Nachbarin. Das ist gleich geblieben. Sind nur Lichter dazugekommen. Aber ich glaube, diese Lichter muss ich gar nichts groß machen. Die kommen von alleine und benötigen keinen Strom. Kann das sein? Werden wir auf jeden Fall mal benutzen, Ecos Garten gleich. Werden wir gleich mal benutzen und dann Gas geben. Ja, eben die Kleine hat schreien voll gehabt. Musste ich mal kurz eine halbe Minute weggehen. Nicht wundern. Passiert halt bei den Kids. So, der Weibern wird auch immer stärker, habe ich das Gefühl. Ich mache so jetzt noch ein bisschen Action. Es ist eh dunkel. Eigentlich wollte ich die Aufnahme erst starten, wenn es hell ist, aber ich hatte Angst, dass der rote Loot Drop weg ist. Und deswegen habe ich dann eben schon mal losgelegt mit dem Loot Drop. Und jetzt geht's hier natürlich weiter. Wie viel Uhr haben wir denn? Na, ja, 5 Uhr. Also es müsste ja gleich hell werden.
Affen habe ich da jetzt noch gar nicht gesehen. Schade eigentlich. Da ist ein Petri-Schnitri. Essen müsste ich. Ah, ich habe viele Beeren, das ist gut. Also mit Beeren komme ich gut zurecht. Das reicht dann erstmal. Deswegen gucke ich jetzt, wie es hier weitergeht. So. Gleich werde ich erstmal leveln, dann müsste es ja eigentlich hell werden. Es ist ja schon 5 Uhr. Es müsste doch theoretisch jetzt endlich mal hell werden. Und ich brauche unbedingt wieder diese roten Loot Drops. Die waren geil. Also der Sattel war jetzt geil. Also ich werde jetzt häufiger hier auf Ragnarök sein, habe ich das Gefühl. Sobald die Burg fertig ist, werden wir hier viel, viel, viel erleben. Weil diese Loot Drops sind wirklich mega. Weil drüben an den Loot Drops muss man halt eben Action machen, kämpfen und hier kann ich die einfach so öffnen. Das ist halt cool. Wenn jetzt gerade so ein Roter wie jetzt eben jetzt hier spawnt, das ist natürlich dann mega nice. Direkt in der Nähe, direkt vor mir. Eigentlich wollte ich an dieser Folge in die andere Base gehen und Dings machen hier. Das Drachenei rausholen und sowas. Also wir werden auch gleich loslegen. Also ihr seht, hier ist schon wieder anders da. Ich habe wieder ein bisschen umgebaut, weil ich nämlich was ausprobiert habe. Und was habe ich ausprobiert? Ich habe mich so ein bisschen versucht, wie es aussieht, wenn ich das hochbaue. Ich wollte ursprünglich, war die Idee, ich baue die noch eins hoch und dann mache ich die so nach rechts, so quasi als Tor, als Wassertor. Aber das Wassertor hat nicht funktioniert, wie ich wollte. Deswegen möchte ich hier so einen Weg machen. Hier vorne nochmal eine Reihe hin mit denen, wenn es denn funktioniert. Das funktioniert nur manchmal. Ich werde es trotzdem versuchen, mein Bestes geben. Wenn wir hier auch nochmal eins hochkommen, dann haben wir so einen kleinen Wasserweg. Und das hier ist cool. Das wusste ich gar nicht, dass man hier so rummachen kann. Man kann die ändern. Und ich fand diese geringelten tatsächlich am geilsten. Die anderen sind alle so ein bisschen dünner oder sowas. Aber diese geringelten finde ich nice. Diese geringelten, die sehen richtig gut aus. Okay, ich muss jetzt erstmal was anziehen, weil da hat mich, glaube ich, weil er kalt ist, ständig Hunger. Wieder diese blöden Skins, die kein Mensch braucht. Das hier nicht wegschmeißen, aber das muss man ja auch erst bauen. Das kostet sehr viel Keratin. Okay. Aber es ist ein geiler Keratin-Sattel. Agentavis-Sattel. Den werden wir auf jeden Fall bald schon benutzen. Also diesen Eulensattel und den Agentavis-Sattel werde ich, sobald ich die Materialien habe, direkt machen. Habe ich auch eine Hose? Habe ich keine Hose dabei? Zwei Paar Handschuhe und keine Hose. Dann hätte er sich die Hose weggeschmissen, habe ich die Hose. Das wäre nicht so schön. Das wäre teuer auf jeden Fall. Aber ich sehe, hier ist diese Eulensattel, den habe ich auch nicht verlieren. Die Gilly-Maske 96. Hier ist 264. Das ist eine überragende. Das hier ist eine Geselle. Okay. Die überragende ist sehr viel Polymer. Die würde ich halt gern haben. Ich habe keine Hose. Wo ist meine Hose, Mann? Okay, es wird hell. Jetzt wird es richtig hell. Das heißt, jetzt ist es super hell. Wie schnell das jetzt so hell geworden ist. Da steht der Drache und das davor. Ist natürlich auch gefährlich, wenn da irgendwas brummt. Ich weiß nicht. Okay, da ist einfach ein Schild da drauf gekommen. Eine Glocke oder sowas. Okay, gleich werde ich nochmal schauen, wie das aussieht. Da kommt gerade ein blauer Loot-Drop runter. So. Aber erstmal will ich jetzt hier oben Bett machen. Ich bin nämlich vorhin gestorben, musste mich hierher machen lassen.
Und mir ist aufgefallen, dass ich tatsächlich auf der Ragnarök-Map den Spawnpunkt hier habe, wo ich damals meine Base hatte. Wie geil ist das denn? Quasi bin ich zu Hause hier. Das ist auch nur da hinten 5 Kilometer entfernt oder so. Richtig geil. Mich voll gefreut. Nein, was war das denn? Was war das denn? So. Nee. Also den habe ich versemmelt, den. Boah, den habe ich aber voll versemmelt. Ist der blaue Loot-Shop schon unten? Dann würde ich jetzt gerne gleich hinfliegen. Und hier müssten es eigentlich 3 sein. Natürlich, man könnte es auch ohne das machen. Aber ich finde es dann. Es hat so einfach dieses. Es fliegt nicht einfach so das Wasser in der Luft rum, sondern man hat irgendwie sowas wie eine Box oder sowas. Und das mag ich. Auch wenn es hölzern ist. Ich mag diese Struktur gerade. Fragt mich nicht wieso, aber ich finde es geil. Und ich wollte so ein. Wenn ich schon nicht den Bogen gekriegt habe, wenigstens so einen Wasserweg haben. Das mag ich. Das mag ich richtig gern. Hier einer. Und dort einer. Super. Jetzt gehen wir zum Blauen und schauen, was wir dort kriegen. Erst das ganz wichtig. Ich hätte eigentlich eine zweite Fernbedienung mitnehmen müssen, die ich auch hier hinlegen kann. Für Notfälle, wenn ich doch mal sterbe. Aber hier, jetzt muss erstmal ein Bett hin. Jetzt kommt erstmal ein Bettchen hier hin. Hier muss jetzt erstmal ein Bett hin. Weil es kann ja passieren, dass ich doch mal sterbe. Dann muss ich wenigstens ein Bettchen hier verstecken. Hier kann ich nicht bauen, das ist blöd. So. Bettchen Hammer. Dann kann gar nicht so viel Schlechtes jetzt passieren. So. Also die anderen schaffen es irgendwie, ihr Häuschen innerhalb von einem Tag fertig zu kriegen. Bei mir... ich komme irgendwie nicht so voran. Da unten läuft ein Hühnchen. Muss ich ein bisschen aufpassen, aber ich will eigentlich sowieso das Blaue hier öffnen, von daher. Okay, ist ein Kompass drin. Ist aber jetzt nicht so geil. Aber es ist halt auch kein roter Loot-Shop jetzt gewesen, den ich jetzt geöffnet habe. Da muss man ja auch wieder aufstehen. Die roten sind halt so zurzeit. Ich weiß gar nicht, ob es generell die geilsten sind, aber es sind an sich schon so. Mit die besten. Da sind so Sättel und sowas drin, die man gebrauchen kann. Jetzt bei dem war jetzt natürlich wieder. Bei dem war jetzt wieder so. Ja. Kann man nehmen, braucht man aber nicht unbedingt. Jo. Okay. Weil hier soll natürlich auch noch ein Türchen hin. Weil das Tor ist so schön. Nee. Eigentlich müsste das Tor ja theoretisch dann hier hin, neben die erste Wassersäule.
Eigentlich müsste es ja hier hin. Das macht gar keinen Sinn. So. Habe ich Wasser, Wasser dabei? Nee, habe ich natürlich nicht. Dann brauche ich doch hier neben gar nicht mehr die Foundations. Und ich will es hier drunter verstecken. Super. Anker da hinten. So, was brauche ich denn noch? Zweimal Wasser. Hier an der Stelle geht es nicht hoch, oder was? Nein, nicht das. Nein, auch doch nicht das. Das hier will ich. Ich krieg's nicht hoch. Okay. Naja, dann lass mal halt nur zwei Wassersäulen. Da ist ja auch gut. Zwei Wassersäulen sind besser als gar keine Wassersäule. So. Dann nehme ich die zwei wieder weg, weil ich nämlich jetzt nach hier machen will. Aber ich habe, glaube ich, oben noch Foundations gehabt, gell? Dann nehme ich die jetzt. Und müsste ich eigentlich von Foundations fertig sein gleich. Dann habe ich die Foundations gleich fertig. Dann brauche ich halt doch keine Dreiecke wahrscheinlich ein. Oder mache ich das da unten dreieckig? Wie sieht das denn aus? Aua!
Schlägerei. Die ist so böse. Abgrundtief böse. Müsste aufpassen. Uah! Die sind echt schlimm. Sieht echt geil aus. Und vor allem so schnell. Und das Ding ist ja eigentlich riesig, gell? So, nochmal im Hellen gucken. Ich finde das Ding nämlich geil. Echt, für 12 Stunden Arbeit ist das mega. Hey, das ist wieder ein Blau. Holz-Dino-Torbogen. Also die blauen sind echt von Arsch. Ich habe keine Treppe.
Ach Mann. Ich komm nicht in den. Nein, nicht das Wasser. Das Holz! Ich will das Holz! Immer die Fische mal, das kann's nicht sein. Oh, oh. Was für ein Teddy. Ich hab Angst. Willst du einen Teddy haben? Wie viele Ecken brauche ich? 1, 2, 3. Ich komme aber, ich stehe direkt davor und krieg dieses blöde Holzding nicht mehr. Ja, geht wirklich hin. Nimmst du mir nicht übel, das Ding ist scheiße, was da drin ist. Das ist richtig scheiße, was da drin ist. So, aber jetzt muss ich wieder zurück. Also ich finde das geil.
Ja gut, da finde ich es natürlich. Okay, jetzt krieg ich es wieder weg. Natürlich. Das war nicht weit genug. Genau da wollte ich doch hin. Dieses Gesicht macht mir Angst. War schon besser drin am Anfang, bevor ich falsch gebaut habe. Also da was draufzusetzen, das ist schrecklich. Es ist halt so, normalerweise geht es wahrscheinlich auch nicht. Sonst wäre es nicht so schwer, sag ich mal. Jetzt passt aber doch gut. Jetzt passt super. Endlich. Ja, ich habe natürlich hier die gesetzt, die mit 1 nur drin sind. Die einfenstrigen. Und welche habe ich dabei? Mit 2 Fenstern. Also ich schreibe mir jetzt mal auf, was ich brauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dreiecke. 10 Dreiecke. Nee, ich brauch. Muss breiter werden. Nein, Gewalt fliehen. Nimm an, du Blödsinn. Okay, dann muss das 1 nach vorne gesetzt werden. Und dann habe ich die Foundations endlich geschafft. Also hier unten links soll auf jeden Fall das hin.
ist ein Tee. Hat da einer einen Tee oder was? Passt nicht. Und ich kann kein Dreieck und das Dreieck setzen. Das regt mich auch so ein bisschen auf. Nee, geht nicht. Also hier passt's. Die Ecke ist fertig. Dann fehlen eine Rampe. Gut, hier wird keine Rampe hinkommen. Eine Rampe fehlt. Oder sowas. Okay. Da hinten stehen Schilder. 12. 12 ist ja nicht viel. Das heißt, ich fliege jetzt sowieso jetzt mal wieder raus. Dann können wir auch gleich ein paar Wände und Lichterchen mitnehmen. Ich habe ja noch die Wände, die ich nicht brauche. Die gebe ich jetzt natürlich ab. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich weiß nur, ungefähr 12 Foundations fehlen. Nee, dann sind dann 14 bis 16. Weil da, wo meine Rampen sind, das muss ja auch noch eins nach vorne, wisst ihr? Das muss ja auch noch nach vorne. Das steht ja gar nicht da, wo es stehen soll. Die Rampen stehen falsch. Die stehen falsch. Und eigentlich mag ich ja nur diese abgehackten, aber die Rampen finde ich dann wieder zu hässlich. Die will ich da nicht hinmachen. Und deswegen, ich lasse jetzt erstmal dieses abgehackte. Dann lege ich die Zaun von Egos Garden drumherum. Und dann passt das erstmal. Das ist jetzt schon die dritte Folge an so einem kleinen Häuschen. Na gut, die erste Folge war, da wollte ich in der Mitte so einen Pool machen, war nicht geil genug. Dann wollte ich, habe ich offline versucht, einen Torbogen zu machen, ging auch nicht. Wassersäulen geht nur eine, weil die zu uneben ist hier alles. Und ansonsten ist halt, es ist halt blöd.
Es funktioniert halt nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ärgert mich. Ich wollte es ein bisschen anders haben. Ärgert mich. Ich fliege jetzt auch gleich wieder raus. Man fliegt immer raus. Und jetzt ist gleich wieder das ganze Holz weg. Eigentlich wollte ich ja mit euch heute drüben anfangen. Hier auf der Base anfangen. Das Magma-Ei zu zählen. Also zu zählen. Das Magma-Ei rauszulassen und ein bisschen hier loszulegen. Da draußen das kleine Häuschen wollte ich fertig machen. Und eventuell ein bisschen am Dach. Funktioniert ja jetzt auch wieder nicht. Aber das ist halt so ein kleines Zwischenprojekt. Drüben sich aufbauen in der Siedlung. Schauen, wie die anderen sich aufbauen. Ich finde es interessant. Mir macht Spaß. Und es ist halt ein Gemeinschaftsprojekt gerade mal. Du musst dir überlegen. Es ist halt nicht nur einzeln. Es ist ja in dem Fall jetzt wirklich Gemeinschaft. Alle ziehen an einem Strang. Ich finde es deswegen richtig gut. Und das macht auch Spaß. Geht denn jetzt gleich aus? Stein. Kann ich nicht so ein bisschen Stein rüberlegen, mal kurzfristig? Gut, das brauche ich. Hier, die hätte ich halt noch verbauen sollen. Hätte mir ein bisschen Platz wieder mehr gemacht. Ist jetzt blöd, dass ich es jetzt hier durch die Gegend mitschleppe. Ist richtig dumm eigentlich. Also ich will da hinten auf jeden Fall eine Rampe haben. Medium. Zweimal Medium. Okay. Dann weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da jetzt Eisen hinten reingemacht habe. Der Dino steht immer noch im Weg übrigens. Dass ich vielleicht das eine oder andere Lichtchen hier machen kann. Ich habe kein Eisen. Natürlich nicht. Jetzt kann ich mal drinnen. Das ist hier. Ich habe eigentlich noch richtig viel Eisen. Dann nehmen wir erstmal 300 mit. Nehmen wir erstmal 300 mit und schauen, ob es vielleicht reicht. Weil so viel brauche ich jetzt erst noch nicht. Die wichtigste Frage ist ja, wie weit kann ich denn jetzt schon anfangen, was zu bauen? Oh, die kleinen Süßen. Ich will. Eigentlich will ich ja gleich eins hier bauen. So hier zwei Stück hin. Aber das muss ich wahrscheinlich in der nächsten Folge machen.
Oder ich mach's ganz am Ende. Lights. Die will ich aber auch gar nicht. Ich will. Medium. Kronleuchter. Ich will die. Okay. Also, es gefällt mir gut. Wenn das jetzt so funktioniert, wie ich das will, gefällt es mir noch besser. Die Frage ist natürlich, ist es schlau gewesen, dort Steinwände hinzubauen, wenn ich ja eigentlich aus Holz da gebaut habe? Die Antwort ist nein, ist es nicht. Ich glaube, ich habe meine Hose, meine Ghillie-Hose weggeschmissen, aus Versehen. Weil ich sehe sie nicht mehr. Aber hier sind auch noch Ghillie-Sachen. Aber keine Hose. Ich habe so viele Sachen hier hin und her gemacht. Ich habe keine Ahnung mehr, wo hier was ist. So viel. Ich kann die Foundations wahrscheinlich nicht mitnehmen. Aber ich will das doch mitnehmen. Okay, es passt schon. Das mit der Hose kotzt mich aber an. Ich hoffe, dass die irgendwo noch ist, weil die ist teuer. Nicht, dass ich die wirklich weggeschmissen habe. Nein. Hä? Und zumindest ist er zu Hause. Jetzt hängt er irgendwo. Musst aber auch immer überall mitkommen, ne? Also hier muss man immer extrem aufpassen, weil hier auch ganz gern mal T-Rex durch die Gegend laufen. Aber ich sehe wirklich die Hose nicht mehr. Ich weiß, dass ich hier auf O drücke dann ganz schnell manchmal, dann kann es natürlich sein, dass ich die wirklich erwischt habe.
Das wäre scheiße. Weil es einfach so unnötig wäre. Also ich muss mir mal überlegen, wenn wir jetzt noch eine Folge drüben machen, das Haus dann fertigstellen, dass ich eventuell abzähle, wie viel Materialien ich brauche und dann alles drüben schon mal in der Kiste lagere, weil dieses Hin und Her, alles hin und her, das nervt mich. Geil, jetzt kann ich auch hier im Bett spawnen. Jetzt habe ich einen Magmasaurus gekriegt und habe nur nicht mal das Ei ausgebrütet. Nur nicht mal das Ei ist ausgebrütet. Aber ich kann die Folge jetzt auch nicht so lange machen, weil gleich mein Speicherplatz voll ist. Ich wollte knapp eine Stunde machen. Und dann müssen wir gucken. Ah, das ist viel schöner, wieder irgendwo völlig random immer zu spawnen. So gefällt mir das. Okay, der Bronto da hinten ist ein bisschen aufgeregt. Aber das liegt, glaube ich, an einem Wyvern. Ich hätte diese eine Säule mitnehmen sollen, müssen, können. Und wisst ihr, was ich noch vergessen habe? Ich habe vergessen, dass es noch gar nicht funktionieren kann, weil hier die Foundations ja noch eins hoch sollen.
Es war doch zu wenig Platz hier oben. Und deswegen hatte ich doch gesagt, dass wir eben noch mal eins runter wollen. Bleibt jetzt natürlich die Frage, ob das überhaupt so funktioniert. Weil ich eine andere Höhe hier habe. Also von der Höhe her ist Katastrophe, funktioniert nicht. Die sind weg, ja. Okay, die kosten wenigstens nicht viel. Ja, das ist, wenn man voreilig irgendwelche Wände abreißt. Oh, es fehlt ein Holzding. Okay, es fehlt mehr Holzding, weil mich hier auch was fehlt. Ein Loch. Ohne Loch. Weil es passt von der Höhe sonst nicht. Dann haben wir einen zu großen Sprung. Dann machen wir lieber hier unten auch 4. 4, 4. Dann ist es ziemlich einheitlich. So, ich baue es jetzt erstmal so zu. Werde es dann aber wieder ändern, weil ich ja wieder diese Löcher brauche. Ich versuche ja so. So, runter, runter, hoch, hoch zu gehen. Dann wieder runter, runter, hoch, hoch. Warum mache ich das? Ganz einfach. Weil es mir eigentlich so gefällt und es so eine kleine Struktur bekommt. Sonst hat es keinen Hintergrund. Also nicht falsch verstehen. Ja, das passt wieder nämlich hier nicht. Jetzt hat es hier so schön gepasst. Und jetzt ist wieder Katastrophe. Katastrophe. Ich habe ja abgerechnet, dass ich sehr oft ändern muss. Hoffen und zu bangen.
hier kommt Randbellen und eigentlich wird da. Eigentlich wollte ich ja nicht zwei breit machen, sondern nur eins, aber okay. Okay, an sich ist es eh wurscht, weil jetzt hätte ich hier natürlich so ein Loch, das wäre auch blöd. So. Das hätten wir. Okay, der will ich so ein ganz kleines Stückchen nach vorne. Nicht weit, nur so ein ganz kleines Stückchen soll er nach vorne gehen. Ungefähr so vielleicht. So soll das ungefähr passen. Das Ding muss ich nochmal umswitchen in das da. Da muss da noch eins drauf. Dann habe ich es dort. Da muss noch eins drauf. Dann habe ich es dort. Und dann, keine Ahnung. Dann bräuchte da hinten noch ein bisschen was und dann habe ich es gleich. Dann haben wir es fast geschafft. Da. Und dann bin ich eine Minute weg.
Jetzt ist das wieder an. Okay. War sie eben an oder aus dran? Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Ja, es gab gerade. Also heute ist schrecklich aufzunehmen, weil ein Kind nach dem anderen schreit hier gerade. Ich weiß auch nicht. Heute ist Katastrophe. Katastrophe. Ich kann noch nicht mal sagen, ob ich jetzt am Anfang den Ton an oder aus hatte. Ich habe keine Ahnung. Wenn der aus war, dann herzlich willkommen zu der Folge, die jetzt gleich auch vorbei ist. Wir holen jetzt nur noch ein paar Sachen. Ich will ungefähr das Grobe jetzt fertig haben, weil es mir jetzt zu lange gedauert hat. Weil so groß ist das Haus nicht und ich würde gerne am Schloss weiterbauen ab morgen. Und das Magma-Ei ausbrüten. Und ich habe 3 oder 4 T-Rex-Eier, die würde ich auch gerne ausbrüten. Und halt jetzt nicht jetzt noch hier 10 mal umbauen. Weil das ist ja nur sowas wie eine Ferienwohnung. Eine Ferienwohnung wird geil aussehen. So, jetzt sind wir wieder rausgeflogen. Wie immer. Also später, wenn wir jetzt wieder in Höhlen gehen und so weiter, werde ich das hier nicht machen, dann bin ich schon hier drin. Jetzt muss ich es halt zeigen, weil ich jetzt drin mittendrin 100 mal rum links nach rechts gehe. Aber Inneneinrichtung oder so werde ich jetzt noch nicht machen. Ich habe bei meiner Burg auch noch keine Inneneinrichtung. Dort werde ich jetzt auch noch keine setzen. Vier, sechs, acht, zehn Rampen brauche ich. Und nochmal eine Reihe nach vorne mit Foundations. Ich kann die Folge jetzt nicht mehr so lange machen, weil gleich mein Speicherplatz voll ist. Deswegen muss das jetzt schon passen eigentlich. Okay, das sind die. Nehmen wir gleich mit. Den können wir mitnehmen. Den können wir mitnehmen. Und dann CKFR, das ist falsch. Ich habe Rumänisch. Rumänisch. Also ich weiß, hier fehlen noch einige Fenster, deswegen können wir die nochmal. Foundations. Reichen 10 Stück? Würden 10 Stück ausreichen? Ich hoffe es. Ich hoffe, dass diese 10 dann jetzt fertig sind. Ich hoffe, dass die 10 fertig sind, dass ich dann nicht nur jetzt wegen Foundations oder irgendwas darüber muss. Hä, ich dachte, ich hätte jetzt gebaut. Die wollte ich doch auch ändern und das wollte ich doch. Guck mal, ich habe so viele Sachen dabei, die ich nicht eingesetzt habe.
jetzt schon voll. Das waren die Rampen, die hinten hoch sollen. Okay, die brauche ich jetzt nicht mehr. Bisschen was geht. Ich werde niemals schon wieder alles mitnehmen können, weil ich es verkackt habe. Ich kann niemals alles mitnehmen, weil ich es verkackt habe, Mann. Kann ich mich bewegen? Okay. Ich hätte gerne ein Level-Up. Fences. Fences, Fences, Fences. Welche sehen geil aus? Die sehen gar nicht geil aus. Also noch. Ich mach die. Ich mach jetzt erstmal die. Vielleicht sehen die ja wirklich so geil aus, wie ich gerade sehe. Und ich kann mich noch so minimal bewegen. Also passt so. Nicht Burgenbauraum, sondern City Terminal. City Terminal. Und rüber geht's wieder. Zum 100. Mal heute. Meine größte Angst ist immer, dass hier irgendwann noch ein T-Rex auf mich wartet. In dem Fall habe ich jetzt Glück. Und let's go. Weiter geht's. Hoffentlich mit dem Foundations zum letzten Mal, dass dann nur noch schnell die Wändchen beim nächsten Mal hochgemacht werden müssen. Und dann sind wir da fertig. Die Inneneinrichtung machen wir irgendwann mal. Ich will erstmal nur den groben Umriss. Ich wollte jetzt erstmal... Eigentlich wollte ich ursprünglich nur meine Foundations setzen. Dann habe ich meine Foundations gesetzt, habe immer wieder umgebaut. Deswegen habe ich gesagt, ich baue jetzt den groben Teil fertig. Dass ich zumindest das Grobe fertig habe. Weil es bringt ja nichts, da groß irgendwas zu machen, wenn ich alles wieder umswitch, umbaue und es doch anders mache. Wir hatten ja erst dieses kleine Planschbecken in der Mitte. Dann habe ich versucht, links was es hinzumachen. Sah leider auch nichts aus. So als kleiner See ist es nicht, so kleiner Teich könnte man sagen. Das sah leider auch nicht so aus. Und dann bin ich jetzt auf die Säulenidee gekommen und die finde ich geil. Einzigste, was mir jetzt gerade auffällt, ich habe keinen Platz gehabt, ich habe die zwei Säulen vergessen. Laut Speicherpunkt habe ich maximal noch eine halbe Stunde. Maximal. Könnte reichen, bauen, schnell rüber, zurück, fertig. Das Blöde ist ja, ich wollte eigentlich, dass das Magma-Ei schon mal draußen ist. Dass wir sehen, welche Farbe es hat, wie es aussieht, dass die T-Rex-Eier vielleicht schon mal schlüpfen. Und dann eben schon mal ein bisschen vorbereiten, dass es auf ein Jugendlicher wird. Hat jetzt nicht funktioniert, weil es jetzt zu lange gedauert hat mit dem Bauen da drüben. Aber die anderen haben so schnell jetzt ihre Häuserchen da hochgesetzt, wie diese Burg da auf innerhalb von einem Tag hochgegangen ist. Mega geil. Dass ich jetzt gesagt habe, ich muss jetzt auch schnell das durchsetzen. Gut, dass wir jetzt nicht irgendwo mehr mitten in der Landschaft spawnen, sondern eben beim Bett oben. Du bist überladen. Okay, hier oben macht das Steintor Sinn. Hier oben lasse ich's.
Hier unten ist Holzbau, macht das Steintor keinen Sinn, da muss es auch Holz hin. Heißt aber auch, dass ich eins tatsächlich umsonst gebaut habe. Ach, die sehen schon ganz cool aus, aber für 100 Holz? Schon ein bisschen teuer. Aber an sich sehen sie gut aus. Nein! Mann, jetzt hör doch auf, immer irgendwo was hinzubauen. Baust doch dahin, wo ich will. Und Rappen haben jetzt auch noch keine dabei. Merke ich gerade. Erstmal dahin bauen, dass ich die Rampe da gleich wieder hinsetzen kann. Ansonsten weiß ich wieder nicht, wo ich was ich machen wollte oder wo ich es hinsetzen wollte. Es fehlen immer noch so viele. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Und wenn es hier unten wirklich dann immer zwei Stück sind, dann fehlen immer noch Haufen. Und das hier sieht schon geil aus. Also das gefällt mir, das lasse ich so. Das wird dann hier so schön zugemacht, bis nach hier. Geht ein bisschen hoch, gell? Müsste ich mal gucken, dass man vielleicht hier... Es gibt ja diese kurzen Dinger da hinsetzt. Hätte auch theoretisch noch drüben an der Wand hängen müssen. Sonst geht's ja auch immer. Sonst hängt's auch immer überall fest. Und jetzt auf einmal, nein. Ja, doch, das gefällt mir. Hier oben mit Loch. Jetzt eben war. Ja. Sind mir die Wände schon wieder ausgegangen?
Okay, jetzt habe ich eh nur noch eins. Toll. War mal wieder nicht so geplant. Okay, Spiel. Jetzt habe ich jetzt auch nur das eine dabei, ne? Okay, das ist auch 3 hoch, das ist schon mal gut. Weil ich habe noch, glaube ich, Holz Foundations. Das kommt da hinten hin. Ich habe doch hier ziemlich wenig, gell? Nee, es wird zu lang. Es wird zu lang. Ich habe 3 hoch. Angenommen, dass das weg, dann müsste doch der hier runter spawnen. Jawohl. Zwar nicht optimal, aber ist okay. Okay, bei den Türen haben wir auch. Wenn ich dann da oben spawn und rausfliege oder so, sterbe ich schon mal nicht. Wasser ist zwar nicht ganz da oben. Aber schon ganz okay. Also, nochmal abzählen, was ich jetzt brauche. Eine Runde mache ich noch. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. 16 oder 17? 17 und 1, 2, 3, 4, 5 haufenweise Rampen. Und hier vorne wollte ich ja eigentlich das Licht hinsetzen. Ging auch noch nicht, weil jetzt noch keine Wand da hängt. Das ist doch so. Das ist doch. An sich ist es ja nicht schlimm, dieses hin und her und hin und her. Aber das Problem ist halt,
Das dauert so lange und mein Speicher ist halt gleich komplett voll. Ich hatte noch 4 GB. Und das geht ziemlich schnell leer. Und diese Folge ist jetzt schon über eine Stunde. So lange sollte die Folge gar nicht gehen. Aber ich will jetzt die Foundations fertig kriegen. Also zur nächsten Folge werde ich nicht nochmal umgebaut haben. Das Haus finde ich jetzt geil, so wie es jetzt ist. So lasse ich das. Jetzt kriege ich wieder raus. War doch klar. Also das ist jetzt das letzte Mal, dass wir jetzt hin und her gehen für diese Folge. Danach ist finito. Ich habe Nase voll von Server wechseln. Zweimal müssen wir noch durch. Für die anderen ist es halt einfacher. Erstens sind sie mehr Leute als wir. Außer die Chrissy, die ja das ist auch alleine, die hat das richtig geil gemacht, das Ding da hochgezogen. Aber man muss auch sagen, sie hat eben schon den, wie heißt's, den Magma. Der Magma macht so übelst schnell. Das werden wir auch noch sehen, wenn der groß ist. Deswegen, ich wollte erst ihn machen, aber alles gut. Weil der Magma schafft es tatsächlich, innerhalb von 5 Minuten 10.000 Metall zu sammeln und haufenweise Steine. So, als erstes hier rein und noch ein paar Fences bauen. Ich glaube 6 oder 7 brauche ich. Na gut, die Foundations habe ich gar nicht gebraucht, die habe ich umsonst gemacht. Da hätte ich mal gucken müssen, ne? Das haben wir.
muss unbedingt dieses Skin-Mist ausstellen. Schrecklich. Jetzt kommt da. Jetzt kommt da mehr. Aber ich baue nur die Wände hoch jetzt. Ich mache jetzt kein Dach oder so. Das machen wir ein andermal. Ich will nur, wie gesagt, den groben Umriss. Damit man so quasi die Idee hinter meinem Werk sieht. Wo ist meine Ghillie-Hose? Ja, ich bin trotzdem wieder zu schwer. Aber ich hab doch jetzt nur die zwei Sachen dabei. Gut, fünf von denen, fünf. Weil Leute, ich brauche das. Ich brauche das. Wird es wieder nicht reichen. Aber ist jetzt die letzte Runde. Den Rest machen wir in der nächsten Folge. Schickt jetzt auch erstmal. Also mir schickt das hin und her und Gebaue. Ich will jetzt erstmal wieder Eier ausbrüten. Bin ich ganz ehrlich. Wenn die anderen jetzt nicht schon so weit gewesen wären mit der Siedlung, hätte ich heute auf jeden Fall nur Magma gemacht und ein bisschen in der Burg gebaut. Hätte ich das Dach verlegt oder draußen vielleicht schon mal angefangen mit dem Blockhütchen. Aber eben hier jetzt noch nicht. Fliegen wir gleich wieder raus. Ich meine, die Folge war super gut. Wir haben richtig viel gemacht. Aber es hat halt auch übelst lange gedauert. Es müsste jetzt anderthalb Stunden gleich sein. Normalerweise kein Problem. Ich würde auch von mir aus zwei Stunden die Folge einmal machen. Hauptsache, wir sind mit den Foundations fertig. Aber wie gesagt, der Speicherplatz ist fast voll. Und ich will es nicht überreizen, dass dann am Ende vielleicht 20 Minuten fehlen oder so und ihr dann bei der nächsten Folge denkt, oh, der hat ja schon wieder weitergebaut. Der hat ja schon wieder da 1000 Sachen gemacht, offline ohne uns. Ich meine jetzt klar, wow, ich fast alles verschüttet. Ich meine, klar ist, so das Metall sammeln und so, das können wir nicht zusammen machen, weil dann würde dieses Let's Play jetzt schon bei Folge 200 oder sowas sein. Weil zum Teil sammle ich über eine Stunde Sachen ein mit der Spitzhacke. Deshalb bin ich auch überrascht, dass die Burg schon so weit ist eigentlich. Weil eigentlich mit dem Magma wäre ich wahrscheinlich schon fertig. Deswegen wird es jetzt in nächster Zeit auch schneller gehen. Das heißt für uns, in den nächsten zwei, drei Folgen Eier, 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 Eier. Aber ich werde auch viel im Hintergrund laufen lassen, dass ihr dann das Ei seht, wie es aussieht. Beim nächsten Mal seht ihr dann einen Jugendlich, so wie beim T-Rex beim ersten Mal. Dann seht ihr halt fortgeschritten, dann halt erwachsen, kurz vor erwachsen, guck mal wieder rein. Und dann
Geht's schön fahren mit dem Vieh und bam, 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 bam. Da freue ich mich drauf. Dann habe ich auch kein Ressourcenproblem mehr, denke ich mal. Da freue ich mich richtig drauf. Heißt aber auch, dass ich dann bei der Burg drüben noch ein bisschen erweitern werde. Noch ein bisschen alles vergrößern werde. Weil wenn wir nämlich mehr Ressourcen haben, kann ich mehr bauen, dann kann ich größer bauen, dann kann ich umfangreicher bauen und detaillierter vor allem bauen. So ist halt schnell, 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 schnell. Das muss schnell, das muss schnell, das muss schnell. Und möglichst geringer Aufwand. Ich habe ja nicht so viel. Die sind immer noch hier schwer im Umrennen. Wir haben ja gesehen, was sie für eine riesige Base da hatten. Übelst. Ach, hier mein Ding, jetzt muss ich dann auch noch weitergehen. So, da bin ich ja schon so hoch. Hier baue ich ja gar nicht so hoch. Warum habe ich dann eigentlich so viele Sachen dabei? Okay, da muss ich dann nach unten das Fenster machen. Und nach oben das. Okay. Hier wieder genau. Umgedreht. Es hätte genau gepasst, wenn das Spiel mich jetzt nicht verarscht hat. Weil das ist das andere Gebäude. Damit habe ich nichts zu tun. Ich muss mich an die Höhe hier richten. Dann wäre es auch nur 2 hoch. Nee, Mist. Dann wäre es doch nur 2 hoch. Obwohl hier vorne aber auch 2 hoch reicht. Ist jetzt natürlich blöd, dass ich jetzt wieder umswitchen muss. Aber ihr seht es hier. Es hat jetzt nicht mehr so gepasst. Irgendwie passt immer eine Seite nicht. Okay, die Wasserpillars fallen irgendwann gar nicht mehr auf. Auch wenn man dann durchgucken kann, scheiß drauf. Ist wie ein Fenster da. Ich kann dann oben einfach Dach draufsetzen. Jetzt habe ich natürlich 5 Holzdinger zu viel. Das ist schön. Und okay, hat gepasst. Ich dachte schon jetzt. Ich dachte schon, jetzt kommt hier irgendeine Kacke. Woll. Passt jetzt, wackeln hat Luft.
passt. Es passt nicht. Und jetzt sind es genau die zwei, die fehlen, die ich vorhin ablegen musste. Genau diese zwei fehlen jetzt. Das ist nicht so schön. Das nervt. Und habe ich hier die Dinge nicht mitgenommen? Ich dachte, ich hätte die Zäune mitgenommen. Dann habe ich die Zaun-Dinger ja auch nicht mitgenommen. Das ist doch richtig kacke. Das nervt jetzt. Das nervt jetzt richtig. Wie viel Mal habe ich eigentlich den Brunnen schon nach vorne gesetzt? Wenn ich nee, geht nach oben. Schade. Ah, ich hätte gedacht, ich hatte gehofft, dass das Ding hier vorne vielleicht auch noch einrastet, dass ich hier so schön das da vormachen kann und dann hätte man hier das nicht gesehen. So muss ich dann wahrscheinlich ein Foundation ist so groß, was setze ich da hin? Okay, geil. Nice, 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 nice. Funktioniert. Okay, Trick 17. Trick 17 hat geklappt. Weil so sieht es jetzt dann gewollt aus. Also ich finde das richtig schön. Ich finde es richtig schön. Da bin ich ganz ehrlich. Das finde ich geil. Also der baut... Der
Der Bau hier gefällt mir übelst. Wenn jetzt hier noch Dach drauf kommt und hier ein Dächchen drauf kommt. Das Einzige, was mir hier nicht so gefällt, ist natürlich, dass wir quasi hier so durchgehen. Aber das, damit kann ich auch noch leben. Und das Gras da. Das ist einfach. Einfach drauf schießen und bam, ist weg ist er. Dreimal Spatzeka.